Ein kleines Dorf in Rheinland-Pfalz, mitten im Wald. Und dennoch gibt es hier kein Holz, um zu bauen. Der Kunde muss halt Geduld mitbringen. Was soll ich machen? Ohne Material kann ich ja leider nichts machen. Da platzt sogar der Traum vom eigenen neuen Haus. Selbst Waldbesitzer sind nun ziemlich machtlos. Denn die Sägewerke bestimmen das Geschäft. Ist der Holzmarkt aus den Fugen geraten? Der Konflikt, den wir grundsätzlich haben, ist, der eine möchte viel Holz für sein Geld und der andere möchte viel Geld für sein Holz. Im Dorf fragen sich jetzt alle, wie soll das eigentlich weitergehen? Mandern, ein kleiner Ort in Rheinland-Pfalz, nicht weit entfernt von Luxemburg. Mandern hat rund 850 Einwohner. Jenny Eisenring ist Bürgerin von Mandern. Tim Kohlei ist der Ortsbürgermeister. Hier am Dorfrand will Jenny ein neues Haus bauen lassen. Doch dann, im Frühjahr 2021, explodieren die voraussichtlichen Kosten. Bis zu 100.000 Euro mehr könnten es werden. Der Traum vom eigenen Haus zerplatzt. Jenny gibt das Grundstück zurück. Da hättet gestanden, ne? Da wäre es hingekommen, ja. Ja. Ja, hab noch alles im Kopf, wie es geplant war. Ja. Wie wolltet ihr hier bauen? Also wir wollten ein klassisches Einfamilienhaus bauen mit großen Giebeln, also vorne ein Giebel, hinten ein Giebel. Hinten sollte auch eine komplette Fensterfront sein, die hatte ich mir gewünscht. Ja. Und an die Seite, also diese Seite, sollte die Doppelgarage kommen. Ja. Vorne ein schöner kleiner Garten, also ein schöner Eingangsbereich, hinten ein großer Garten, wo ich selber Salat pflanze. Ich hatte mich schon alles im Kopf ausgemalt. Ja, und unverbaubar hier, ne? Nach hinten unverbaubar. Ja, ist einfach ein wunderschönes Grundstück, muss man einfach sagen. Weil hier runter eine tolle Aussicht. Ja, ist ein schönes Grundstück. Ist eigentlich in meinen Augen das schönste Grundstück hier im Neubaugebiet. Muss ich auch so unterschreiben, ja. Es sind vor allem die extrem gestiegenen Preise fürs Bauholz, die Bauherren verzweifeln lassen. Überall in Westeuropa. Jenny Eisenring ist da nur ein Beispiel von vielen, sagt Bürgermeister Tim Kohlei. Es gibt andere Fälle hier aus dem Dorf und ich weiß auch von Nachbargemeinden, wo es ähnliche Fälle gibt, wo ja, die Kosten einfach zu stark gestiegen sind und die Grundstückseigentümer vom ursprünglichen Vorhaben zurückgetreten sind. Ich weiß, also hier wurden auch schon Grundstücke zurückgegeben, außer das hier von Frau Eisenring. Und in anderen Gemeinden, so wie ich gehört habe, gibt es auch solche Fälle, ja. Eigentlich war geplant, dass hier vor allem Einheimische bauen. Menschen, die hier geboren sind, sollten auch bleiben können. Seit 5 Jahren gibt es sogar einen Dorfladen. Die Gemeinde fühlt sich fit für die Zukunft. Dass dann, mitten im Waldgebiet, das Bauholz knapp wird, kommt überraschend. Pascal ist der Lebensgefährte von Jenny. Brennholz macht hier in Mandern beinahe jeder selbst. Viele Bürger sind sogar Besitzer von eigenen, sehr kleinen Waldflächen. Der Wald liegt vor der Tür. Es ist genug Holz da. Ja, aber Holz zum Bauen halt keines. Also, das ist ja das Hauptproblem hier. Ich meine, Brennholz haben wir, denke ich, genug. Also wir zumindest, wie den anderen Familien aussieht, keine Ahnung. Aber dennoch fehlt unser Holz ja, womit wir eigentlich bauen wollten. Es sind merkwürdige Zeiten, auch für Dachdecker. Okay, Andi, brauchen wir eine Latte hier. Selbst Dachlatten sind im Baustoffhandel schwer zu bekommen. Aber immerhin haben sie jetzt, im Sommer, dann doch zumindest einige wenige kaufen können, sagt Dachdeckermeister Dieter Theiss.
bis vor einem halben, dreiviertel Jahr war es katastrophal. Wir haben keine Bauhölzer bekommen. Wenn wir Dächer machen wollten, wo wir Latten gebraucht haben, um Ziegel einzuhängen, keine Chance. Es gab nichts. Alex, mach mal einen Test. Jetzt ist die Sache etwas entspannter, es funktioniert. Aber die Preise sind halt dermaßen... Wunderbar, dann die andere Seite. Die Preise sind dermaßen angestiegen. Also wir haben Holzpreiserhöhungen von 80-90%. Das ist ein Problem, diese Preise weiterzugeben. Das ist das Problem. Inwiefern? Ja, es kostet halt mehr Geld. Die gestiegenen Preise verunsichern die Kunden. Manche wollen lieber abwarten, andere stornieren ihre Aufträge. Weil Dieter Theiss sich spezialisiert hat auf das Dachdecken mit Schindeln, kann er seinen Betrieb mit 4 Angestellten normal weiterführen. Anderen Firmen gelingt das nicht. Also es war schon eine Zeit, die einem schlaflose Nächte besorgt hat. Im Bekanntenkreis, da sind Leute auf Kurzarbeit geschickt worden, weil kein Material zu bekommen war. Handwerk hat goldenen Boden, heißt es. Aber wenn Baustoffe fehlen oder zu teuer werden, kommen keine Aufträge mehr. Dabei improvisieren sie schon an allen Ecken und Enden. So. Okay, gucken wir mal, was ist denn hier noch zu gebrauchen? Ja, die 4-6er und ja, so alles. Brauchen wir auf jeden Fall, genau. Gut. So, ich geh mal hoch. Das Dach soll komplett saniert werden. Es gibt noch Reste der alten Konstruktion. Ohne die alten Teile wäre der Neubau kaum zu schaffen. Das ist... jetzt eigentlich zu wertvoll, um es einfach wegzuwerfen. Wir haben jetzt hier auch schon beim Abbruch darauf geachtet, dass wir die Stücke länger haben. Das sind jetzt die kurzen Stücke, da konnte man es halt nicht ändern. Die kommen dann halt in den Müll oder kommen halt weg zur Deponie. Aber die langen Stücke, die man jetzt noch brauchen kann, die haben wir extra so ausgebaut, damit wir sie wieder verarbeiten können. Das war vorher nicht der Fall. Jo, es war genug Holz da, es hat nicht viel gekostet, sage ich mal. Ja, und jetzt sieht die Situation halt anders aus. Jetzt ist sogar beim Abbau oder Rückbau achten wir darauf, dass wir das Holz wieder verarbeiten können. Puh, das hier wird so um die 15 Euro kosten, würde ich mal sagen. Und früher? Vielleicht 3, 4, mehr nicht. Manche Kanthölzer sind schon etwas schief. Einige haben Risse. Da müssen sie schon aufpassen. Und dann müssen die alten Nägel alle raus. Hoch die Dachdeckerkunst steht als Tattoo auf dem Unterarm. Dieter Theiss ist ein Kind dieser Gegend, wo man vertraut ist mit Holz, mit Bäumen, mit Wald. 40% von Rheinland-Pfalz sind mit Wäldern bedeckt. Nirgendwo in Deutschland gibt es, im Verhältnis zur Gesamtfläche, mehr Bäume als hier. Ein Großteil des Waldes rund um Mandern gehört den Bürgern selbst. Sie haben dazu Gemeinschaften gegründet, ähnlich wie Genossenschaften. Markus Alten führt die Geschäfte. Das Grundprinzip? Nicht mehr Bäume fällen, als nachwachsen können. Die Nachhaltigkeit ist unser Urprinzip. Ich meine, ist ja nicht in dem Sinn, ist ja nur mein geliehener Wald, den werde ich ja weitergeben an die nächste Generation. Da kann ich ja nicht sagen, ich mache jetzt mal Profit und nach mir die Sinnflut. Das geht ja gerade, ist ja der Vorteil in diesem Kollektiv, wo wir sind, dass wir das so nicht handeln. So, wenn ich jetzt allein Privatmann wäre, könnte ich ja machen, was ich wollte mit meinem Wald. Aber das ist ja gerade deshalb, weil wir in der Gemeinschaft sind, kann das nicht das Ziel der Gemeinschaft sein. Dieser Morgen im Spätsommer bringt eine böse Überraschung.
Larven des Borkenkäfers fressen sich durch den Stamm. Da denkt man, der wäre noch gesund und dann kann man die hier einfach so die Rinde abnehmen. Und hier sitzen sie jetzt alle drin. Die Käfer, die sich hier hoch oder runter fressen. Das ist schon erschreckend. Ich dachte, wir hätten das hier jetzt ein bisschen besser im Griff, aber hier ist wieder so ein Kessel jetzt, der befallen ist. Befallene Bäume sterben frühzeitig. Sie müssen schnell gefällt werden, um die Ausbreitung der Käfer zu stoppen. 80 Jahre hat man diese Bäume wachsen lassen. Plötzlich sind sie kaum noch was wert. Selbst wenn man diese Bäume schnell fällt, bekommen die Waldbesitzer dafür nur noch ein Drittel des normalen Preises. Käferholz hat oft gar keine schlechtere Qualität, gilt aber als optisch unschön, wie Bananen mit Druckstellen. Stefan Marx fällt rund um Mandern die Bäume im Auftrag der Waldbesitzer. Der Baum endet als Ware und das bedeutet, alles hängt am industriellen Nutzwert. Man rechnet in Kubikmetern, die im Holzgeschäft Festmeter heißen, und teilt ein in Güteklassen. Dünne Stämme gehen zur Papierindustrie. Aus den dickeren entsteht Bauholz. Und Holz mit Flecken ist am wenigsten wert. Wenn man rechnet, 105 Euro für Bauholz pro Festmeter. Wir reden über Festmeterpreise. Und hier liegen wir bei 24 Euro momentan. Bei 24 Euro ist für Waldbesitzer der Gewinn gleich null. Das Holzgeschäft ist sprunghaft. Vor 2 Jahren noch gab es ein Überangebot. Vor allem Käferholz wollte keiner haben. Bis China viele Stämme aufkaufte und so die Existenz deutscher Waldbauern stützte. Angebot und Nachfrage hielten sich früher die Waage. Denn alles geschah vor Ort. Heute sind die Wälder von Mandern längst Teil einer globalen Verwertungskette geworden. Die Holzpreise werden irgendwo gemacht, aber nicht hier. Hier hoffen sie darauf, dass der Borkenkäfer nicht alles zunichte macht. Die Bäume, die Wälder, die Jobs. Der Wald ist ja in Deutschland sowieso einer der größten Arbeitgeber oder Arbeitsplätze. Und bei uns generell, wir haben so viel Wald noch, Gott sei Dank. Da sieht es schon in anderen Regionen schlechter aus mit Kalamitätsschäden, Käferholz, Windwurf etc. Also wir sind eigentlich noch im blauen Auge davon gekommen. Bis jetzt. Markus Alten will sehen, wie es läuft mit der Ernte. Hallo, Hallo Stefan. Hallo. Bin gerade hier vorbeigekommen und wollte dich mal besuchen. Ah ja, wunderbar. Und wie sieht es aus? Sehr gut. Wie du hier siehst, der Baum war schon mal gesund gewesen. Da habe ich den Wurzelanlauf abgeschnitten für Sägewerk. Und da haben wir direkt den besten Preis vom Holz ausgenutzt. Der Waldbesitz ist für die Leute in Mandern nur ein Nebenverdienst. Das Holz wirft kaum etwas ab. Im Wettbewerb spielen sie keine große Rolle. Und als Waldbesitzer ist eigentlich auch der Bezug zu dem Industrieholz ja völlig verloren gegangen. Also ich weiß jetzt nicht konkret, wo dieses Holz hier hingeht und was aus dem Holz wird. Ob das nachher im Baumarkt als Dachlatte landet oder irgendwo als Konstruktionsvollholz in einem Sägebetrieb. Das können wir nicht mehr nachvollziehen. 40 Kilometer weiter, in Moorbach, vermarktet eine Firma das Holz von Mandern. Joachim Greff verkauft im Auftrag von vielen Kommunen und privaten Waldbesitzern Holz an Sägewerke. Die Preise werden jeweils für ein halbes Jahr festgelegt. Zuletzt zum Nachteil der Waldbesitzer. Die Sägewerke kaufen billig ein und verkaufen teuer.
Das hat uns schon enorm geärgert, dass der Schnittholzpreis so nach oben gegangen ist, während der Waldbesitzer ja fast leer ausgegangen ist. Ja. So war die Situation. Und von daher gesehen waren die Anrufe von Bürgermeistern und Privatwaldbesitzern schon gerechtfertigt. Aber wir schließen Halbjahresverträge. Ja, und wenn wir heute einen Vertrag schließen, dann schließen wir diesen Vertrag. Und keiner von uns kann sagen, wie ist die Marktentwicklung in den nächsten 2-3 Monaten. Aber wir erwarten beide Seiten, dass die Verträge eingehalten werden. In der Nähe von Moorbach ist eines der größten deutschen Sägewerke. Die Firma Karl Decker gehört zur belgischen Frotier-Gruppe, ein Big Player im Holzbusiness. Das Sägewerk ist ein wichtiger Kunde für Joachim Greff. Seine Firma, die Holzvermarktung in Moorbach, ist eine kommunale Organisation, die groß genug ist, auf Augenhöhe mit großen Sägewerken zu verhandeln. Greff ist heute verabredet mit dem Chefeinkäufer Kai-Uwe Ostermann. Hallo Joachim, grüß dich. Grüß dich. Was tust du denn hier? Wollen wir uns euer Holz mal anschauen? Ja, schauen wir mal. Aus der Gemeinde Mandern. Ja. Ist natürlich klar, ist nicht so richtig doll, Käferholz, ja, aber gut. Die Situation entsprechend, ja. Das wissen wir ja, dass das die aktuelle Situation ist, dass die große Masse Holz einfach nicht so schöne Qualität hat, weil es aus dem Käferholzanfall kommt. Mhm. Aber ansonsten sind wir eigentlich ganz zufrieden damit. Auf alle Fälle ist die Situation deutlich besser als im letzten Jahr. Kann man so sagen, ja. Ja, kann man so sagen. Wichtig für den Preis ist das Wetter. Es entscheidet, wie stark sich der Borkenkäfer verbreitet. Kälte und Nässe mag er nicht. Ich wäre froh, wir bekommen im nächsten noch mal einen gescheiten Winter, viel Schnee. Ja. Das wäre schon eine feine Sache, ja. Ja. Und noch mal einen nasskalten Sommer, wie wir diesen Jahr hatten. Wo sich kein Tourist drüber freut. Und kein Winzer. Und kein Winzer. Nee, sonst ist also für den Wald ist das natürlich das Beste, was passieren kann. Ja, ja. Absolut. Brauchen wir unbedingt. Allein auf diesem Gelände werden jedes Jahr 400.000 Festmeter Holz eingeschnitten. Die großen Sägewerke bestimmen den Markt in Europa. Ich sage immer, das ist einfach der Konflikt, den wir grundsätzlich haben, ist, der eine möchte viel Holz für sein Geld und der andere möchte viel Geld für sein Holz. Damit ist eigentlich schon alles beschrieben. Wir sind aber darauf angewiesen, natürlich miteinander auszukommen. Jedes Sägewerk braucht Holz. Und wir müssen natürlich mit den verkaufenden Organisationen immer irgendwo ein Agreement finden, eine Regelung finden, dass die zufrieden sind mit dem, was wir bezahlen, und wir zufrieden sind mit den Holzmengen und mit den Holzqualitäten. Jenny Eisenring besucht heute ihre Cousine, Susanne Jacobs. Die hat nicht neu gebaut, sondern mit ihrem Mann ein altes Haus aufgekauft und modernisiert es jetzt. Alles in Eigenarbeit. Krass, wie anders da alles aussieht. Mhm. Verrückt. Ja, habt ihr gut gemacht. Mhm. Ja, sind jetzt echt schon ein bisschen weiter. Ja. Aber alles rausgeholt, was ging, ne? Ja. Ja. Wenn man überlegt, wie es hier vorher ausgesehen hat, Wahnsinn. Echt Wahnsinn. Auch Susanne und ihr Mann haben erhebliche Probleme, um an Holz zu kommen. Große Platten und Bohlen sind Mangelware. Also wir sind zum Teil tatsächlich dann ins Saarland gefahren, weil da Baumärkte eben noch Platten hatten. Aber ansonsten, auch bei einer Firma, wo wir viel genommen haben, war denen ihr Kontingent einfach total erschöpft. Also die haben auch gar nichts mehr nachbekommen von Großlieferanten. Ich habe da ein kleines Schmuckstück hier draus gemacht. Ja, ist echt so. Oder wir haben auch Holzbohlen, die wir gebraucht haben, dann tatsächlich über ein Kleinanzeigenportal eher gefunden als
bei den Fachhändlern, wo man eben sonst kauft. Ein altes Haus. Das könnte sich auch Jenny vorstellen. Wenn sie denn eins finden würde. Noch wohnt sie hier bei ihren Schwiegereltern. Obere Etage. Etwas beengt mit Mann und Kind. Eine Notlösung. Dass der Traum eines Neubaus nun geplatzt ist, hat wehgetan. Aber nur wegen der verrückten Holzpreise wollten sie ihr Leben nicht auf den Kopf stellen. Wir hätten es leisten können, das stimmt auch. Aber dann sitzt du vielleicht abends auf der Couch und denkst, ja, nächstes Jahr Urlaub, fällt flach, wir müssen Haus abbezahlen. Können wir uns vielleicht jetzt nebenbei nicht mehr leisten? Können wir vielleicht spontan mal noch essen fahren oder ins Kino fahren? Kann ich mir einfach mal ein teures Kleid kaufen? Ne? So alltägliche Dinge, wenn die anfangen, schwer zu werden, schwer zu fallen, dann ist es schwierig, sowas umzusetzen. Das war bei uns der Fall. Wir haben uns das lange überlegt und haben gesagt, klar, wir können uns das leisten, aber wir wollen auch noch leben. Wir wollen nicht nur für das Haus da sein. Wir wollen auch noch weiterhin Familienleben haben. Wir wollen in Urlaub fahren. Wir wollen uns was gönnen. Und wenn du dich dafür immer hinterfragen musst, können wir das den Monat hier, dann lässt man es besser sein. Zudem schafft sich die Speditionskauffrau gerade ein weiteres berufliches Standbein. Sie schreibt Hochzeitsreden und hat mit Cousine Susanne eine Agentur für freie Trauungen gegründet. Wer oder was bestimmt den Preis für Holz? Im Sägewerk findet man reichlich Argumente, um den Einkaufspreis zu drücken. Schauen wir mal uns so einen Stamm hier an. Gut, da gehört natürlich nicht rein. Aber von der Sorte haben wir ja noch mehr, egal ob das jetzt so extrem ist. Aber es ist natürlich tatsächlich so, dass so Holz im Prinzip hier nichts verloren hat, weil daraus kann man gar nichts mehr sägen. Das geht in den Hacker, gibt Hackschnitzel und wird irgendwo verbrannt oder sonst was. Oder hier dieser Stamm, tiefe Risse bis in die Röhre. Ja, hier kann man kein Kantholz mehr raussägen, was unbeschädigt ist. Und normalerweise dürfte das Holz gar nicht dabei sein. Das Holz hat natürlich auch noch einen anderen Preis gehabt. Ja. Jo, klar. Das muss man natürlich in der Wertigkeit auch sehen. Das ist natürlich der Grund, auch dieses Holz in der Güte, dass es so niedrig bezahlt worden ist, weil wir wissen, dass wir 10%, 15%, 20% Ausschuss haben. Das hier lagernde Holz erlebt nur 100 Meter weiter eine große Wertsteigerung. In der Sägehalle werden aus den Stämmen Kanthölzer geschnitten. Der Preis für das Holz steigt plötzlich um ein Mehrfaches. Schuld an der Preisspirale seien die Amerikaner, heißt es. Das sind die guten Bretter. Genau. Bretter, die Welt bedeuten. Die USA haben 2021 Unmengen an europäischem Schnittholz aufgekauft. Das habe die Preise hochgetrieben und nicht etwa die Verkäufe von käferbefallenen Baumstämmen nach China. So jedenfalls erzählt man es in Kreisen der Sägeindustrie. Kai-Uwe Ostermann sagt, sein Werk habe nur 10% der Produktion nach Übersee verschifft. Das meiste Holz gehe von hier an Baumärkte innerhalb Europas. Das entscheidet natürlich auch grundsätzlich der Markt, wie viel Holz ist am Markt vorhanden. Wenn viel da ist, fallen die Preise. Wenn wenig da ist, steigen die Preise. Das ist ein ganz normales Marktgeschehen, wie bei jedem anderen Produkt eigentlich auch. Das Holz ist keine besondere Ware, für die andere Gesetze gelten als die des Marktes. Dachdecker Dieter Theiss hat das alles auch schon oft gehört. Das mit den Preisen und den Gesetzen des Marktes. So ganz glauben kann er es aber nicht. Ist das der Markt? Also ich sehe es ein bisschen differenzierter. Ich glaube es nicht, dass der Markt es alleine ist. Da steckt mehr dahinter. Nur was? Weiß halt keiner. Keiner weiß genau, wieso, weshalb, warum ist es so. Es kann einem auch, keiner kann es einem sagen. Sind eher die eigenen Vermutungen. Ob die dann stimmen? Einige Leute in Mandan spekulieren über angebliche Marktmanipulationen, über angebliche Preisabsprachen von Konzernen. Aber wie sollte man das beweisen können? Die nächste Baustelle wartet.
Das hier ist jetzt mal mein Poolprojekt, wie man so unschwer sieht. Mhm. Ich wollte schon weiter sein das Jahr hier, aber ich hatte, also hier soll eigentlich da so eine Holzkonstruktion drauf. Markus Alten hat große Pläne. Ein Pool im Garten. Das Haus soll auch umgebaut also werden. Dass ich hier trotzdem einen Flachbau machen darf. Er hofft, dass Dieter Theiss ihm ein günstiges Angebot macht. Halt immer wie früher hier besonders eilig hatte er es nicht. Als ja, das ist ja jetzt so nicht so ein lebensnotwendiges Projekt. Dafür habe ich doch zurückgestellt. Wenn ich dann höre, dass andere Leute kein Dach mehr wo das Haus kriegen, dann muss ich ja jetzt nicht noch hier Holz wegkaufen. Hat nicht so notwendig. Ja. Gnädig von dir. Ja, ist ja. Also tatsächlich so, dass wir viele Projekte zurückstellen oder gestellt bekommen haben von den Bauherren, weil man einfach das Holz für horrende Preise kaufen muss. Ja, und dann gucke ich dann da hin, so da hinten. Ja. Da hinten wächst Holz, wo ich Miteigentümer bin. So. Und dann stellt sich mir die Frage, wieso soll ich von da nach da so viel Geld bezahlen? Ja, ich denke, das ist dem Handel geschuldet. Ja. Also wenn der Preis in einer Woche um 50 Euro den Festmeter steigt, dann hat das ja nichts mehr. Also ich meine, die Produktionskosten wären ja nicht in einer Woche 50. Nein. Und wir haben als Holzlieferant oder Erzeuger ja nicht von heute auf morgen 50 Euro mehr bekommen. Nee, leider nicht. Ja, und das ist ja... Markus Alten hat die Preise nachgerechnet. Das Holz, das er aus dem Wald heraus für 1.000 Euro ans Sägewerk verkauft, müsste er, zugeschnitten, für 10.000 Euro zurückkaufen. Also ich bin jetzt seit über 20 Jahren selbstständig, sowas habe ich noch nicht erlebt. Ja, der Kunde muss halt Geduld mitbringen. Was soll ich machen? Ohne Material kann ich ja leider nichts machen. Das ist ein Problem. Was soll man machen? Ich weiß es nicht. Kell am See, der Nachbarort von Mandan. So sitzt das ja noch nicht so gut. Nee, ich würde, ja, dass die Blume so ein bisschen nach vorne schaut. Ja, so. So find ich gut. Es wird geheiratet. Jenny und Susi kümmern sich um alles. Die beiden haben gerade eine Agentur für Trauungen gegründet. Der runde Traubogen ist aus Eisen. Denn für einen hölzernen Bogen haben sie nirgendwo Holz bekommen. Jenny und ihr Lebensgefährte haben inzwischen beschlossen, ein altes Haus zu suchen und umzubauen. Mit der Hochzeitsagentur will Jenny zusätzliche Einnahmen dafür erzielen. Der Sprung in die Selbstständigkeit scheint sich zu lohnen. Sie bekommen viele Aufträge. Das lenkt auch etwas ab von den Sorgen ums eigene Haus. Kommt alles hin? Ja. Die sogenannten freien Trauungen werden immer beliebter. Sie sind eine Alternative zur kirchlichen Zeremonie. Markus Alten ist heute auch da. Er gehört zur Familie. Der Bräutigam ist sein Neffe. Jenny Eisenring hat sich zur Traurednerin ausbilden lassen. Es sollte jedenfalls der Tag werden, der euch niemals aus dem Kopf geht, denn schließlich seid ihr euch dort eben zum ersten Mal begegnet und hattet, ohne es zu wissen, den Startschuss für euer gemeinsames Wir gegeben. Das erste Hochzeitsjubiläum wird es hier in 5 Jahren geben, die sogenannte hölzerne Hochzeit. Bis dahin sind die Preise vielleicht wieder stabil. Und dann geschieht etwas Unerwartetes im Leben von Jenny Eisenring aus Mandern. Vorgestern war sie beim Notar und hat einen Kaufvertrag unterschrieben. Sie und ihr Partner haben es geschafft und ein Haus gefunden. Ein altes Haus, gut erhalten. Und es ist zudem noch sehr günstig. Große Holzarbeiten sind hier gar nicht nötig. Also war ja schon so ein bisschen eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Zuerst kannst du nicht bauen, dann bist du enttäuscht, dann machst du dir neue Gedanken.
musst dich erstmal neu sortieren, hast ein paar schlaflose Nächte und dann kommt wie aus dem Nichts einmal, jetzt hätte dir jemand einen Schalter umgelegt und dann steht da dein Traumhaus, mit dem du niemals gerechnet hättest. Zurück in Mandern. Die kleine Gemeinde feiert ein Jubiläum. Seit 5 Jahren gibt es ihren Dorfladen nun schon. Jetzt plant Mandern eine Art Bürgerhaus, eine Begegnungsstätte für Veranstaltungen. Das Projekt heißt Kulturscheune. Das Dumme ist nur, dafür bräuchte man jede Menge Holz. Doch im Moment ist alles mit Fragezeichen versehen. Bürgermeister Tim Kohlei sucht nach Lösungen, das eigene Holz aus dem Wald günstiger verarbeiten zu lassen. Und, ist total verrückt. Also ich sag mal, wenn Sie sich hier umgucken, wir stehen quasi im Wald und müssen selbst teures Holz kaufen, wenn wir es überhaupt bekommen. Da ist irgendein Fehler in dem System, würde ich sagen. Sind die Leute sauer deswegen? Also sauer würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber sie sind schon nachdenklich, ja. Und wir überlegen tatsächlich, wie können wir das Problem zumindest mal kommunal für uns in unserem Ort lösen. Also Thema ganz regionale Holzvermarktung, also sprich bei uns im Wald ernten und hier auch verbauen, ist eigentlich ein Thema, wo wir schon seit längerem drüber nachdenken. Und ich hoffe, dass wir da eine Lösung finden werden, wie wir es umsetzen können. Auch wenn es inzwischen wieder etwas mehr Bauholz gibt, die Preise bleiben noch sehr hoch. In Mandern denkt man nun an eine regionale Vermarktung. Aber um das zu schaffen, müssen sie noch viele dicke Bretter bohren.